Ja, meine Damen und Herren, ich muss Ihnen jetzt noch die amtliche Niederschrift vorlegen. Niederschrift über die Mitgliederversammlung zur Aufstellung des Listenwahlvorschlages der Christlich-Demokratischen Union Deutschland, CDU, für die Wahl der Vertretung des Stadtbezirks 3 in der kreisfreien Stadt Leverkusen am 18. Januar 2014. Moment. Der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union CDU Kreisverband Leverkusen, Herr Frank Schönberger, hat am 23.12.2013 mit schriftlicher Einladung zu einer Mitgliederversammlung der Christlich-Demokratischen Union CDU im Stadtbezirk 3 der kreisfreien Stadt Leverkusen eingeladen. Auf heute, 18. Januar, 12.30 Uhr im Forum eingeladen, zum Zwecke der Aufstellung von Bewerber, Bewerberinnen für die Wahl der Vertretung im Stadtbezirk 3 in der kreisfreien Stadt Leverkusen. Erschienen waren um 13.41 Uhr 68 wahlberechtigte Mitglieder aus dem Stadtbezirk 3 der kreisfreien Stadt Leverkusen. Die Versammlung wurde geleitet von Rüdiger Scholz, Dr. Dr. Jörg Färber und Gisela Schumann. Schriftführerin war Marion Hölzgen. Die Versammlungsleitung stellte fest, dass die Stimmberechtigung aller Erschienenen in Anspruch auf Stimmabgabe erhoben haben festgestellt worden ist. Dass auf ihre ausdrückliche Frage von keinem Versammlungsteilnehmer die Mitgliedschaft, die Vertretungsmacht und das Wahlrecht eines Teilnehmers, einer Teilnehmerin, der Anspruch auf Stimmberechtigung erhoben hat, angezweifelt wird. Drittens, dass nach der Satzung erstens, dass alle stimmberechtigten Mitglieder vorschlagsberechtigt sind und eine Bindung an Beschlüsse anderer Organe nicht besteht. Zweitens, dass den Bewerbern, Bewerberinnen und Ersatzbewerbern und Ersatzbewerberinnen die Gelegenheit gegeben worden ist, sich, wenn gewollt, vorzustellen. Dass mit verdeckten Stimmzettel geheim abzustimmen ist und dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer in den Stimmzettel unbeobachtet zu kennzeichnen hat. Die Wahl der Bewerber, Bewerberinnen und die Festlegung ihrer Reihenfolge wurden in der Weise durchgeführt, dass die Vertretung des Stadtbezirks 3 der kreisfreien Stadt Leverkusen über die Bewerber auf den Plätzen 1, dem Listenvorschlag, folgte und 2 und 3 in Stichwahl. Über die Bestimmung der Ersatzbewerberin der Bewerber unter der laufenden Nummer 1 wurde gewählt Schönberger Frank, 2 Hölzer Ulrike, 3 Prangenberg Michael, 4 Wollenhaupt Georg, 5 Kämmerling Ulrich, 6 Feige Jessica, 7 Bosbach Werner, 8 Wuculat Ulrich, 9 Klein Jannik und 10 Feister Tim. Als Direktvertreter für die gewählten Kandidaten wurden in alphabetischer Reihenfolge gewählt Bosbach Werner, Direktvertreter für Michael Prangenberg, Feige Jessica, Direktvertreter für Ulrike Hölzer, Feister Tim, Direktvertreter für Ulrich Kämmerling, Jannik Klein, Direktvertreter für Jessica Feige und Ulrich Wuculat, Direktvertreter für Frank Schönberg. Einwendungen gegen das Wahlergebnis wurden nicht erhoben. Die Versammlung beauftragte Frau Ursula Mannheim und Herrn Rudolf Voss, neben der Leiterin der Versammlung die Versicherung Eidestadt darüber abzugeben, dass die Wahl der Bewerber, die Festlegung der Reihenfolge der Bewerberin im Listenvorschlag und die Bestimmung eines Bewerbers, Bewerberin als Ersatzbewerber für einen anderen Bewerber und die anderen Bewerber in geheimer Abstimmung erfolgt sind. Leverkusen, den 18. Januar 2014. Das war's.